Willkommen YouTube Fair One wieder hier. Weiter geht es mit Borderlands. Mit dabei ist wieder. XS15, ja, schon guten Abend. Guten Morgen. So, wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession, immer noch in der gleichen Mission. Der Mann, der Jack werden würde wollen, wenn er es könnte. Wir sind immer noch dabei, uns eher eigentlich durch Opportunity zu schießen, weil wir den Typen nicht finden, aber tausend andere Ingenieure. Und ja, also wir haben ja natürlich ein Zielgebiet, ist uns alles bewusst, wir können damit umgehen, ich habe 1000 Spielstunden Borderlands, aber irgendwie ist der immer weg, der Typ, ey. Ich such den so oft, ne, das kannst du dir nicht vorstellen. Jedes Mal beim Durchsuchten von Borderlands muss ich diesen verkackten Typen suchen. Ja, der will auch nicht gefunden werden, also. Ja, ich meine, vorhin habe ich ihn kurz gesehen. So, aber da habe ich es nicht geschafft, ihn zu eliminieren. Leider. Ja. So, und hier. Ah, hier sind welche, gut, ich gehe da mal, ja. Geh da mal kurz ran. Ja, Quartic O'Cross. Ah, wir sind jetzt Level 20. Da haben wir jetzt natürlich ganz neue Waffen. Ach du, ja. Ja, wir, die Leute, die hier mitspielen, also mit zugucken. Alter, die ist ja mal richtig nice. Oh, ja, die ist geil. Das kann auch weg. So, Aufnahmen laufen, alles noch exzellent. Okay, ey, lass mich hier durch. So, manche Türen gehen auf, die nicht, sehr schön. Wo bist du? So, wenn ich jetzt Jets Dube wäre, wo würde ich mich aufhalten? Da wurde am wenigsten erwarten. Wie bitte? Da, wo du es am wenigsten erwarten würdest. Okay, ja. Ey, sorry, du bist echt sau leise bei mir. Es tut mir leid. Ja, ist ja gut. Du brauchst ja nicht gleich schreien. Eigentlich schreie ich gar nicht. Ich weiß nicht, irgendwie, ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Körper so beschissen sind. Das sind ehrlich gesagt ja die Vorfertigte, sind die vom iPhone 6. Ja, iPhone 6 ist vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, aber die Qualität der Kopfhörer ist ja eigentlich gleich. Genauso wie fast die Qualität des iPhones, ändert sich auch nur an die Größe. So, kann ich hier durch? Auch nicht. Oh, wo ist der Typ, ey? Du, man sucht sich aber echt immer dumm und dämlich nach dem Typen. Ich war zu riechen, immer dumm und dämlich. Ich weiß nicht, ob man da eine gewisse Taktik haben kann. Ich hab sie nicht. Hyperion Sniper, den mag alle. Ah, hier ist ein Gegner. Hyperion Sniper, da wo ich bin, ja. Okay. Was ist denn überhaupt zum Teufel? Ich bin ganz woanders, scheinbar. Ich treffe hier auch aufgefahren, und zwar ein Geschütz. Oh, ich bin down. Na geil. Na super. Oh, jetzt ist mir ein Kopfhörer rausgefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt sind natürlich in ihr Kopfhörer, ne? Die schlimmste Scheiße, die es gibt. Ich sprint mal zu dir hin, ich komm dir mal entgegen. Ja. Ja, der hat ein Schild, brauchst du jetzt bei dem Herrn Uni mehr aufladen. Der ist schon tot. Oh, Leute, falls ihr diesen Bass hört oder so, es tut uns leid. Ja, jetzt höre ich es deutlich, ja, das ist mein Nachbar eindeutig. Oh, ey, das hat er vor einer Stunde oder zwei Stunden schon annehmen. Alles klar, in 15 Minuten rufe ich die Bullen jetzt direkt dir. Die Polizei natürlich. Es ist 22 Uhr, Nachtruhe. Ja. Müsste man wegen mir eigentlich auch die Bullen rufen. Polizei, ja. Das fängt schon genauso an wie du. Hallo. Ja, naja, es kommt ja immer drauf an, ob das so die Lärmbelästigung ist oder mal ein lautes Geräusch, ne? Also ich würde mal sagen, so laut wie erdet hat und so lange gebannt nicht. Naja, ich weiß ja nicht, was du tust, aber Musiktyp warst du ja eigentlich noch nie. Also deswegen glaube ich nicht, dass du so laut Musik hörst. Und wie gesagt, das ist ja immer ein Unterschied, ne? Ja. Also wenn ich hier meine kleine süße Anlage aufdrehe klingt immer so krass, wenn ich mal ein bisschen lauter Musik höre, dann ist das nur in diesem Raum, wo meine kleine Anlage steht, laut. Weißt du? Sobald ich jetzt, sag ich mal, im Flur gehe oder auf WC zwischenzeitlich, höre ich das so gut wie gar nicht. Aber das, ey, das ist ja echt Belästigung pur. Damit dann passt ja mal. Ja. Gut, wird sich aber keiner beschweren, weil ich ja der Jüngste hier in dem Block bin. Naja, der Spätjüngste mit den Nachbarn.
Wie meinst du, es wird sich keiner beschweren? Naja, das andere sind ja halt ältere Leute, die hören das wahrscheinlich nicht. Meinst du? Ja. Ich finde, da sind eher alte Leute richtig knallhart. Ich habe nicht gesagt, dass die knallhart sind, ich habe nur gesagt, die hören das wahrscheinlich nicht. Also ich habe ja da immer so eine gewisse Taktik, was Musik angeht, mit lauten Musik hören. Und das ist ja mal so, die ersten drei Monate, wenn du frisch einziehst, musst du mal ganz ruhig sein, weißt du? Ja. Und dann kannst du mal... Ja. Ja, der erste Eindruck muss gut sein. Genau, die ersten drei Monate müssen perfekt sein, sag mal. Dann kann man schon anfangen, ein bisschen Musik zu hören, mal ein bisschen lauter, so ganz kurz, mal so eine Stunde oder so. Und dann kann man das immer weiter steigern, so sagen die Nachbarn meistens gar nichts. Also ich bin schon oft umgezogen, tausendmal schon, an verschiedenen Orten und. Und hat bisher eigentlich immer funktioniert. Gut, ich übertreibe auch nicht so. Muss man dazu sein, also wenn ich laut Musik höre, dann ist das, wie ich schon am Anfang sagte, nur für mich laut. Also, da kann sich eigentlich keiner beschweren. Mann, wo ist jetzt dieser scheiß Double, ey? Ich dreh gleich durch. Also, wenn ich den Balkon, die Balkons jetzt zu hätte, würde man das auch noch hören. Aber ich denke mal, da ich die jetzt auch habe, ist das ein bisschen lauter, wenn die nicht offen wäre. Ja, du, das kann gut sein. Aber die frische Luft halt, die kühle Luft, die muss halt sein. Ja, auf jeden Fall. Sonst übersteigt das hier nicht. Nee, ist ja auch echt so. Das ist ja echt extreme Hitze. Heute war ja noch recht frisch, ey, aber morgen soll wieder heiß werden, ne? Da sehen wir mal, wenn die CDU so weitermacht, dann wird es noch besser. Nee, nennen wir nicht Politiker. Politiker. Ich möchte jetzt nicht in die gleiche Schiene abrutschen. Wie du bist YouTuber, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Für mich sind alle dran schuld. Ja, und einigen wir uns auf die Politiker. Ja, für mich sind alle dran schuld. Da möchte ich jetzt keinen schützen oder einen bestimmten rauspicken, der schuld ist. Letzten Endes sitzen die alle an einem Tisch. Ich würde das schon gerne machen, aber einigen wir uns mal auch auf Politiker. Natürlich kann man es, aber ich finde halt, wie gesagt, für mich sind alle schuld. Alle, die da an dem großen Tisch sitzen und gegenseitig sich was erzählen, sind für mich alle dran schuld. So. Na, wenn unsere, oder sagen wir mal meine, ich spreche jetzt mal für mich, meine gewählte Partei... Nicht ja, benennen? Ja, habe ich doch nicht. Nee, ich sag nur, nicht, dass sie das nochmal... Nee, deswegen habe ich ja gesagt, meine gewählte Partei. Ja. Sonst hätte ich den Namen gesagt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn, was soll die machen? Also meine gewählte Partei, da was zu melden hätte... Die sind ja für Umweltschutz und den ganzen Kram. Das ist ja gut, aber die Frage ist dann immer, ne, wenn man jetzt diesen Politiker da hinsetzt als Chef, irgendwas leidet ja immer. Man kann nicht alles perfekt machen. Nee, ist ja nicht möglich. Da ist natürlich dann immer die Frage, was wird dafür schlechter als jetzt? Das ist die Frage. Ja, deswegen, aber ich finde auch, dass in erster Linie sollte der Naturschutz stehen und dann erst das Geld. Aber heutzutage ist es ja wirklich so, dass nur das Geld relevant ist, der Rest ist scheißegal. Ja, was ich allerdings lustig fand, wo ich die Nachrichten gesehen habe, da nach dem Europawahlen war, ne? Ja. Ja, dass die eine Partei, deren Namen ich nicht nennen werde, da den YouTuber, weiß ich wie er hieß, ich hab ihn. Entschuldigung, ich hab das Double. Ach, den Double, okay. Ja. Ja, dass sie sich über den aufgeregt haben, dass der dafür verantwortlich ist, dass die Wahlergebnisse bei den Parteien so schlecht war. Das kann ich so allerdings nicht bejahen. Ja. Da ist nicht der Schuld. Ich zum Beispiel war schon sehr viel vorher gegen die Partei. Ja. Du, würde ich sagen, auch. Schon immer. Da siehst du. Ja. Aber jetzt weiß jeder, von welcher Partei wir sprechen und von welchem YouTuber. Das hat zu große Wellen geschlagen. Aber im Unterschied zu den meisten, die damit anfangen, ich werde es nicht im Titel schreiben. Das nee, ist ja nur, das geht ja jetzt hauptsächlich um das Spiel, das ist jetzt nur so nebenbei ein Thema, was ich mal gar nicht. Naja, der Spieletitel ist natürlich Borderlands 2, ist ja klar, ja. Aber so im Untertitel mache ich ja auch immer was. Ja. Aber die meisten YouTuber haben ja jetzt drauf reagiert, auf diesen
Politiker-Beef oder wie man es nennen möchte. Ja, kann man nennen. Und haben es dann natürlich fett in Titel geschrieben, so, weißt du, schön noch Klicks abgreifen davon. Werde ich nicht tun. Weiß ich nicht, hat keinen Bock drauf. Musst du ja auch nicht. Ist ja nur ich will nicht dazugehören zu dieser Bewegung. Ach, das ist eine Waffenkiste. Das ist ja nur eine Nebensache, also das ist jetzt so nicht. Oh, war das nämlich die blaue oder die? Ach, ist schon weg. Okay. Die scheint die Sky, Alter, die will ich ausrüsten. Weil spiel ich hier Sturmgewehr, weißt du? Sturmgewehr LMG. Oh ja, du bist ja auch total mein Waffenwesen. Ja. Weil meinst du, ist ja erstmal da hochkommen. So, Leute, ja, natürlich wird so versuchen wir natürlich ein bisschen die Story dazu bringen. Aber wenn wir gerade in so einem Gespräch sind, unterbrechen wir nicht. Was auch nicht schlimm ist. Also, wie gesagt, Borderlands 2 ist jetzt auch nicht das jüngste Spiel. Das sollten wir alle kennen. Die es nicht kennen, gerne kennenlernen würden, tut uns wirklich leid. Aber es ist unser Stil. Oh. Kommen wir noch mehrere Reporter, also von daher. Ja, also wie gesagt, wir versuchen die Story im Vordergrund zu haben, aber wenn sie im Hintergrund rückt, wie in irgendeinem Gespräch, dann ist das so. Ja, es so, war jetzt nur kurz nebenbei was, also ja. Ja, ich denke mal, war auch ganz interessant. Zack. Zack, Death Trap. Oh, da ist ein Bad Office. Oder, oh. Oder wie ich ihn nennen würde. Ich sag's mal lieber nicht. Sag ruhig. Das ist mir doch ein bisschen zu hören. Ende selbst hat immer schlechter Arsch dazu. Kannst du ruhig sagen, so cool. Das ist kein Problem. Du solltest nur kein Fremdner oder so. Also als Spaß, weiß ich nicht. Oh, ich hab ein schicker Schild mit über 1000. Oh, das ist fett. Das hat nicht mal Minus gesundheit. Oh, das ist noch geiler. Dann kann ich dir mein Schild nachher geben. Ich hab mir jetzt gelootet. Ich hab's gelootet, oder? Achso, hast du schon, okay. Ja, ich hab vorhin jetzt gefunden. Und also ich hab ein Schild mit 959. Okay, mein hat 1400 oder so. Also. So. Aber ich bin ja schon, oh. Ich bin ja schon Level 20, hab ich gar nicht mitgekriegt. Hast du nicht vorhin den Skillpunkt gemacht? Nee, der war bei 19. Achso. Ja, es geht dir ratzfatz. Oh, da oben ist der, ich hab mich schon gewundert, wo kommt der? Ja. Aber es geht nur so ratzfatz, weil wir zusammenspielen. Weil wir, umso mehr Spieler, umso mehr Gegner. Und umso stärkere Gegner. Deswegen leveln wir auch recht schnell. Oh, das so. Darf ja so ein Bett essen. Ja. Die nächste Stimmaufzeichnung. Ach, da ist noch eins. Scheiß Warloader. Und down. Geht auch noch nicht. Du oder er? Ich dachte, er ist down. Aber du bist ja, down. Weil er so viel explodiert ist und so viel Zahlen stehen, aber anscheinend da nicht. Ah, oh, schade. Meine Granate oder irgendwas anderes hat es umgebracht, aber nicht. Egal. Wenn es deine Granate gewesen wäre, dann wärst du trotzdem mal leben. Es muss nur irgendwas von dir den Kill machen. Aber ich habe ihn, glaube ich, erschossen. Dann durch meine Säure. Ist er denn noch nachträglich gestorben? Aber wie gesagt, egal was von dir diesen Kill durchführt, egal was. Ob jetzt dein Skill oder sonst was. Also hier ist noch eine Korrosionswaffe, aber die ist schwächer. Ja. Aber okay, also, vom OP-Pool tue ich die trotzdem. Ja, nur zu. Hier ist ja sicherlich bald wieder ein Automat. Ja. Also. Ich komm noch mehr Gegner. Jetzt skill mich mal kurz. Ja. Dauert ja nicht lange, ich hab ja nur. Oh, was ist das hier? Ich habe jetzt ein richtig geiles Schild. Ich habe meiner Meinung nach der besten Schilde. Ich habe ein Schild, das Elementarresistenz plus 42% gibt. Dazu noch passt die Elementarresistenz des zuletzt erlittenen Schadens an. Also krieg ich Feuerschaden, macht der Feuerresistenz 42%. Elementar juckt mich jetzt fast gar nicht mehr. Das war gut. Ja, mein Lieblingsschilder. Ja. Unser Chef-CW, was ist das noch? Ich weiß es ja nicht. Das dauert noch. Das ist jetzt das Level. Also wenn wir jetzt diesen Stimmdienst fertig haben, dann ist es, glaube ich, das letzte. Dann haben wir, glaube ich, noch ein Level vor uns. Also ein Dungeon, nenne ich es einfach mal. Ja. Und dann kommen wir zum Bunker. Der ist halt der Bunker. Ja.
So nimmt auch nicht mehr. Also wie gesagt, mal gucken, ob du dafür gemacht bist, weil wir werden halt die Gegner echt oft machen, ne? Mal gucken, wie das in mehr Spieler funktioniert. Ich hoffe, du bist dabei. Ja, wir schauen mal, ne? Ja. Also wie gesagt, das ist halt, also es ist jetzt kein, wir müssen den Dungeon 10.000 Mal durchlaufen, nein, es ist einfach nur Boss besiegt, wir verlassen das Spiel, loopen alles, verlassen das Spiel ganz normal und spawnen dann wieder vor dem Bossraum quasi, weißt du, also wir müssen immer nur 10 Meter laufen dann. Ah, das ist ja eben. Also es ist nicht weit laufen, es ist nicht viele Gegner davor noch eliminieren, sondern eigentlich immer direkt beim Boss ist man, meistens. Was in diesem Fall ist das so? Ich habe 1020 Leben, nee, ein bisschen mehr sogar noch. Ich habe 3007. So viel Leben hast du? Ja. Ach du Schande, wenn kein Monat so lange durchhält. Ah ne, er kriegt auch so viel Damage. Leider. Also natürlich, überhalte ich länger durch als du, wenn ich Schaden bekomme. Aber ich bin nicht unsterblich. Das wollte ich damit jetzt sagen. Hab ich auch nicht gehofft, dass ich hab nur, ich wollte ja. Ich hab nur gehofft und nur gesagt, du fällst deutlich länger durch, wenn du schon dreimal so viel Leben hast wie bitte. Ja, Waffenkiste. Ja, Waffenkiste, der Ding da. Ja, oh, das muss ich. Ah ne, Sirene habe ich nicht. Ja. Schau hier. Ach, hier. Das ist geil. Weil ich habe nämlich eine Klassenmod drinne, die macht Ablinkzeit runter. Ich nehme das Bild hier. Necromancer. Ja, ist für mich. Ja, nimm du mal ein Bruderteil, das kann ich eh nicht gut anfangen. Was denn anders? Was denn anders? Ja, nee, das ist nicht so gut. Also ich habe ja Ablinkzeitverringerung, also das ist unser, dass mein Skill mal wieder schneller einsatzbereit ist. Oh, scheiß Hoglauder. Ich hasse die Viecher. Ja, down. Waffenkiste. Super, ich guck mal. Okay, was ist das für ein Säure-Snipper. Oh, die Mimik. Ey, darfst du erst aussuchen. Ja, ich schmeiß die da ab, wenn du die andere haben willst. Das war Korrosion, das sind beides Korrosionswaffen. Du hast einfach nur Sniper. Ja. Mein hat 447 Schaden oder so, willst du die haben? Ah, nee, behalt. Okay. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Na gut. Weit probiere ich gewesen. Ich muss hier noch kurz gucken. Was ist denn das für eine Figur, für eine blaue Figur da drin? Die jagt deine Angst an. Das Angel. Eine Verbündete oder so. Ja. Die gerade gelacht hat, oder so. Die hat nicht gelacht, die wurde getasert. Ja. Das war so komisch, nach einem fiesen Lachen aus, oder? Ja, ist ja fast das gleiche, ne? Taser lachen. Wo ist der Unterschied? Wo ist denn der Unterschied? Sieht beides gefährlich aus. Sieht beides gefährlich aus. Ja, lach mal wie ein Böser, wie so ein Wahnsinniger. Ich? Ja. Warum? Ja, das klingt beides gefährlich, das ist. Ne? Ja. Was denn hier für ein Teil auf den Automat wieder? Na, Plastik auch, was braucht er nicht. Okay. Die Sniper ist besser, also werde ich die wohl auch nehmen. Okay. Ein bisschen besser ist die jedenfalls. So, dann nehmen wir die Trace jetzt nochmal ab. Und dann ist die voll da schon wieder fertig. Kannst du mal kurz aus den Automaten rausheben? Mach ich das gerade. Wir sind jetzt sowieso in der Stadt, bist ja ganz so kurz im Automaten, wenn du die Sprüche ist. Ja, jetzt. Bin fertig erstmal. Ja, gut. Nur damit wir die Reise machen können, wisst ihr? Aber wir gehen jetzt zur Stadt, super, dann kann ich mal immer zum Automaten, ne? Ja, deswegen ja. Weil es nicht will, jetzt triggern, dass sie die Sprüche führen, die Quests abgeben und dann sollte es klappen. Ich muss erstmal den Weg da wieder zum Automaten finden. Nein, klar. Nee, nicht zum Automaten, zum. Na doch, automatisch wird auch Spielautomaten. Und zum Abschluss der Folge nochmal, bevor wir das Gespräch zu lernen, würde ich mal sagen, gehen wir hier an dieser tollen Waffenkiste. Ach ja, hier an den Stöpseln wieder, genau. Ja, drei haben wir ja noch. Oh, das sieht lecker aus. Oh, die untere, die Dude, was ist das überhaupt? Oh, das ist eine. Die würde ich beinahe sogar nehmen wollen, was kann die andere?
Ja. Ach, ich dachte, das ist jetzt schon entschieden. Ne, ich hab ja, wollte ja auch die untere nehmen, war ja richtig. Und? Alter, was hat die für eine Feuerrate? Verdammt! Aber ich guck mal meine auch an. Scheiß die mir an. Gucken. So, jetzt soll ich wieder Munition auffüllen. Mal gucken, was die drauf hat. Ach, das war ja die, ach, das war ja die, die gerade ausgerüstet hatte. Warte, ich muss mal wechseln. Also, das ist eine, die du aufgerüstet ist zwar eine Einzelschusswaffe, aber 300 noch was Damage, also macht ordentlich Feuer und dann Hintern. Ja. Kann ich grad mit anfangen. Okay, das wollte ich jetzt auch zum Dings wollte ich kennen, wie heißt das? Zum Spielautomat. So. Ja. Wo war denn der vorhin zum Teufel? Hier lang war der nicht, ne? Boah, 21 Iridium haben wir. Könnt ihr mir glatt nochmal. Warte mal, lass mal hören. Ich finde Claptrap haben wir, glaube ich, schon mal. Gut, dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut für diese Folge. Ist jetzt erstmal vorbei. Bis dahin, Leute. Tschüssi. Tschüss.